Statt über Siebenbrücken musste er einst in den Knast gehen. Peter Maffay war vor Jahren tatsächlich im Gefängnis, wie er in einem Interview gesteht. Im Gespräch mit dem ProSieben-Magazin Red verrät der erfolgreiche Sänger, dass er vor einiger Zeit hinter Gitter musste. Damals war Peter in Neuseeland unterwegs. Ich habe einen Unfall verursacht und musste dann, bis die Umstände geklärt waren, für ein paar Stunden wirklich hinter Gitter. Es ist auch niemand zu Schaden gekommen, aber die Polizei war rigoros, erinnert sich der Schlagerstar. In der Gefängniszelle musste Peter Maffay mit anderen Häftlingen warten, bis sich alles geklärt hatte. Im Interview mit Huff erzählt er, dass ihm vor allem eine Sache in Erinnerung geblieben sei. Die Erfahrung, auf einer Pritsche zu sitzen und zu warten, bis sich was tut, war ziemlich intensiv. Ein Glück, dass Peter Maffay nach nur wenigen Stunden wieder ein freier Mann war. Auf so eine Erfahrung möchte man nämlich lieber verzichten.